Denn immer ging mein Trieb nur auf den Gewinn eines Asyles hin. Ich wollte dem ungeheuren Geräusche des Hafens, an welchem ich wohnte, entfliehen, um die äußerste Stille aufzusuchen, und glaubte mich durch einen Ausflug nach La Spezia retten zu müssen. Auch diese nur eine Nacht dauernde Fahrt wurde mir durch heftigen, konträren Wind sogleich wieder zu einem peinlichen Abenteuer gestaltet. Meine Dysenterie vermehrte sich durch Seekrankheit und im allererschöpftesten Zustande, kaum mich fortzuschleppen fähig, suchte ich in Spezia den besten Gasthof auf, welcher zu meinem Schrecken in einer engen, geräuschvollen Gasse lag. Nach einer in Fieber und Schlaflosigkeit verbrachten Nacht zwang ich mich des anderen Tages zu weiteren Fußwanderungen durch die hügelige, von Pinienwäldern bedeckte Umgegend. Alles erschien mir nackt und öde, und ich begriff nicht, was ich hier sollte. Am Nachmittage heimkehrend streckte ich mich todmüde auf ein hartes Ruhebett aus, um die lang ersehnte Stunde des Schlafes zu erwarten. Sie erschien nicht. Dafür versank ich in eine Art von somnambulen Zustand, in welchem ich plötzlich die Empfindung, als ob ich in ein stark fließendes Wasser versenke, erhielt. Das Rauschen desselben stellte sich mir bald im musikalischen Klange des Es-Dur-Akkordes dar, welcher unaufhaltsam in figurierter Brechung dahinwogte. Diese Brechungen zeigten sich als melodische Figurationen von zunehmender Bewegung. Nie aber veränderte sich der reine Dreiklang von Es-Dur, welcher durch sein Andauern dem Elemente, darin ich versank, eine unendliche Bedeutung geben zu wollen schien. Mit der Empfindung, als ob die Wogen jetzt hoch über mich dahinsausten, erwachte ich in jähem Schreck aus meinem Halbschlaf. Sogleich erkannte ich, dass das Orchestervorspiel zum Rheingold, wie ich es in mir herumtrug, doch aber nicht genau hatte finden können, mir aufgegangen war. Und schnell begriff ich auch, welche Bewandtnis es durchaus mit mir habe. Nicht von außen, sondern nur von innen sollte die Lebensform mir zufließen. O König, holder Schirmherr meines Lebens, du höchster Güte, wonnenreicher Hort,
Wie ring ich nun am Ziele meines Strebens nach jenem deiner Huld gerechten Wort? In Sprach und Schrift, wie such ich es vergebens, und doch zu forschen treibt's mich fort und fort. Das Wort zu finden, das den Sinn dir sage des Dankes, den ich dir im Herzen trage. Wie könnte nun ein Wort den Sinn dir zeigen, der das, was du mir bist, wohl in sich fasst? Nenn ich kaum, was ich bin, mein dürftig Eigen, bist König du nach alles, was du hast. So meiner Werke, meiner Taten Reigen. Er ruht in dir zu hold beglückter Rast. Und hast du mir die Sorge ganz genommen, bin hold ich um mein Hoffen auch gekommen. Eigenes Unglück ist für mich, dass ich fast nur Philister zu Freunden habe. Im Ganzen sind mir die Männer am meisten zuwider und am ehesten gewinne ich noch angenehme Eindrücke von Frauen. Es ist ein grässlicher Unsinn, dass die Männer immer wieder mit Männern und die Frauen mit Frauen umgehen. Das ganze menschliche Geschlecht muss durch diese Verkehrtheit endlich zugrunde gehen. Wenn nur nicht die Frauen meist auch schon so ruiniert wären. Die Männer sind heutzutage geborene Philister und die Frauen werden es durch sie. So ist's. Ich lebe hier so eine Art von Hundeleben. Alle Täuschungen über Freunde, denen ich mich so gutwillig absichtlich hingebe, halten doch am Ende nicht lange vor. Endlich schmerzt mich die Mühe der Illusion und notgedrungen lasse ich endlich die Verhältnisse in ihrer nackten Wahrheit stehen.
wie sie sind. Ich denke mir, meine Musik ist furchtbar. Es ist ein Pfuhl von Schrecknissen und Hoheiten. Thank you.
Endet das ewige Werk, wie im Traum ich ihn trug, wie mein Wille ihn wies, stark und schön steht er zur Schau. Hehrer, herrlicher Bau. Nun, das Rheingold ist fertig, fertiger als ich glaubte. Mit welchem Glauben, mit welcher Freude ging ich an die Musik? Mit wahrer Verzweiflungswut habe ich endlich vorgefahren und geendet. Ach, wie auch mich die Not des Goldes umspann. Glaub mir, so ist noch nicht komponiert worden.